Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ja, die Debatte hat gezeigt, dass die jüngsten Anschläge in Tunesien, in Kuwait, in Frankreich oder eben auch gestern noch in Ägypten uns nicht nur betroffen machen müssen, sondern sie stellen uns eben auch vor ganz, ganz große Herausforderungen, vor Herausforderungen, die nicht nur innenpolitischer Art sind, sondern auch außenpolitisch, denn die Anschläge stehen in Verbindung mit dem sogenannten Islamischen Staat, dessen Protagonisten, anders eben als Al-Qaida, nicht nur morden, sondern brutal für einen Staat in ihrem Sinne kämpfen. Der IS speist sich neben Einzeltätern aus Instabilität und Konflikten. Es sind Failed States, in denen der IS Entwurzelte an sich binden und Kämpfer für seine ideologischen Ziele begeistern kann. Und deshalb ist es für unser außenpolitisches Handeln entscheidend, Instabilität zu vermeiden und wieder zu versuchen, Stabilität herzustellen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir als Europäische Union immer wirklich die richtigen Konzepte haben und ob wir uns auch wirklich ausreichend in dieser Frage engagieren. Das muss man mal selbstkritisch sagen. So müssen wir zum Beispiel darüber nachdenken, ob wir es wirklich dauerhaft hinnehmen können, dass der IS im libyschen Machtvakuum immer mächtiger wird. Denn die Instabilität Libyens erweist sich als fanal für die gesamte Region. Das gilt im Übrigen ja auch für die Flüchtlingsfrage. Und wir haben Instabilität oder Drohung der Instabilität auch andernorts, in vielen Staaten Afrikas zum Beispiel, in einigen Balkanstaaten, Kollege Kiesewetter hat es angesprochen, von denen wir eigentlich angenommen haben, dass sie auf dem friedlichen Weg in die europäische Integration sind und dass dieses vorgezeichnet ist. Aber gerade hier haben wir auch Erkenntnisse erhalten, dass der IS den Balkan als Einfallstor in die EU nutzt. Und meine Damen und Herren, wir müssen auch sehen, dass eine mögliche Instabilität, wenn auch in anderen Fragen, Griechenlands in der Folge eines potenziellen Ausscheidens aus dem Euro oder auch aus der EU auch gravierende Folgen für eine Instabilität in Südosteuropa haben könnte. Und andererseits die stabilisierende Rolle der Türkei, die zum Beispiel Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat und dem IS militärisch Einhalt gebieten kann. Diese stabilisierende Rolle wäre gefährdet, wenn es zu keiner Regierungsbildung kommt und zum Beispiel Neuwahlen wieder notwendig sind und damit auch Instabilität dort entstehen könnte. Meine Damen und Herren, wie bei der Grundsatzfrage der Flüchtlinge können wir uns angesichts der Bedrohung durch den IS als Europäer eben nicht in eine Zuschauerrolle begeben. Wir müssen auch bereit sein, einzugreifen, und wir müssen auch das tun, was erforderlich ist. Wir dürfen uns dabei nicht auf die Vereinigten Staaten verlassen. Wir müssen vielmehr eigene Stabilität entwickeln, wie wir eben die Krisen vor unserer Haustür verhindern, fragile Staaten stabilisieren und Bürgerkriege bekämpfen können. Und auch Deutschland könnte sich dort einbringen durch die Erarbeitung einer Roadmap für die Region, aber auch für die Etablierung multilateraler Sicherheitsstrukturen für das arabische EU-Umfeld. Lassen Sie mich noch mal einige Sätze sagen, auch zu Tunesien, weil das Land eben, es wurde mehrfach unterstrichen, Hoffnungsträger nach dem arabischen Frühling ist. Ziel der Anschläge ist es, das Land zu schwächen, zu destabilisieren, eben auch dann, wenn die Reisenden ausbleiben. Deshalb ist es wichtig, Tunesien den Rücken zu stärken. Es war genau die richtige Antwort, dass die Innenminister der betroffenen Staaten an den Strand von Sousse gekommen sind und Arm in Arm beieinander standen, trauernd, aber auch den Morden trotzend und zusammen Stärke gezeigt haben. Und es war auch richtig, dass Bundeskanzlerin Merkel vor wenigen Wochen den tunesischen Präsidenten als Gast zum G7-Gipfel eingeladen hat. Der erfolgreiche Weg Tunesiens in die Demokratie ist eine Angelegenheit von uns allen. Wir dürfen es nicht zulassen, dass es scheitert. Das ist diese Botschaft eben auch dieser Einladung gewesen. Und deswegen war es damals auch schon völlig richtig. Natürlich muss man mit den betroffenen Staaten in Sicherheitsfragen kooperieren. Deutschland unterstützt ja die Weiterbildung der Sicherheitskräfte in Tunesien. Wir sollten aber auch
im zivilgesellschaftlichen Bereich zusammenarbeiten, Austausch, Partnerschaften fördern, uns gegenseitig Verständnis bringen, dieses Verständnis stärken. Und das gilt eben nicht nur für Tunesien. Meine Damen und Herren, der Terrorismus zielt darauf, Ziele psychologisch zu erreichen, die man im direkten Kampf nicht erreichen kann. Ein wirksames Mittel des Kampfes gegen den Terrorismus besteht auch darin, eben diesen Kreislauf zu durchbrechen, rational zu sein und manchmal vielleicht auch etwas stur zu sein, nach dem Motto, jetzt erst recht. Lassen Sie uns jetzt erst recht für eine offene, demokratische Gesellschaft überall auf der Welt kämpfen, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als letzter Redner in der Aktuellen Stunde hat Marian Wendt von der CDU-CSU-Fraktion das Wort. Applaus